Sie lügen wie gedruckt. Sie tricksen und täuschen und führen ihre Mitmenschen an der Nase herum. Was ist ihr Geheimnis? Alles Bluff? Die großen Hochstapler der Geschichte. Jetzt in ZDF History. Unser erster Fall erzählt von einer verschollenen russischen Prinzessin. Eine Geschichte, die zu den großen Mythen des 20. Jahrhunderts zählt. Berlin, 17. Februar 1920. Eine junge Frau will Selbstmord begehen. Halbtot wird sie aus dem Landwehrkanal gerettet. Sie könne sich an nichts erinnern, sagt sie, nicht einmal an ihren Namen. Und muss in eine Nervenheilanstalt. Dort glaubt eine Frau zu wissen, wen sie da vor sich hat. Besuch für Sie. Aus der Unbekannten wird über Nacht Anastasia, die jüngste Tochter des russischen Zaren. Anderthalb Jahre zuvor haben Bolschewisten die russische Zarenfamilie ausgelöscht. Niemand hat das Massaker überlebt. Oder vielleicht doch Anastasia? Das war gleichsam eine Märchenvorstellung, eine Sehnsucht. Vielleicht hat jemand von dieser Familie, vielleicht die jüngste Tochter aus Zufall überlebt und es ist aus dieser Zarenzeit und aus dieser Zarenfamilie noch jemand unter uns. Schon früh gibt es Gerüchte, zwei Kinder wären dem Töten entkommen. Alexei, der einzige Sohn, und Anastasia, die jüngste der vier Töchter. Was genau in der Mordnacht geschah, weiß niemand. Es gibt wilde Spekulationen. Im Falle der Anastasia haben die Sowjets ja bewusst Fakten zurückgehalten, also die Überprüfung aktiv verhindert. Und das hat eben den Nährboden geschaffen für Hochstapeln und Verschwörungstheorien. In den 20er Jahren sind viele Russen vor den Kommunisten nach Berlin geflohen. Für viele ist die Frau aus dem Landwehrkanal ein Hoffnungsschimmer. Dabei sprechen von Anfang an viele Fakten gegen sie. Sie kann kein Russisch. Ein ehemaliges Kindermädchen und ein Lehrer der Zarenfamilie erkennen sie nicht wieder. Zeugen identifizieren sie als Franziska Schanskowska, eine vermisst gemeldete Landarbeiterin aus Westpreußen. Glaubt sie selbst an ihre Geschichte oder ist sie eine dreiste Lügnerin? Wie so oft bei Hochstapeleien, glaube ich, hat man hier mit etwas zu tun, dass es so Gemengelagen gibt, aus denen man wie im Nachhinein gar nicht mehr richtig schließen kann. Ist die Person jetzt also reingezogen worden und man hat ihr das zugesprochen oder hat sie das selbst behauptet? Immerhin kann die unbekannte reiche Gönner von ihrer Geschichte überzeugen. Ende der 20er Jahre geht sie in die Vereinigten Staaten und nimmt den Namen Anna Andersen an. Auch um vor der deutschen Presse Ruhe zu haben. Doch dann setzt sie alles auf eine Karte. 1938 zieht sie vor ein deutsches Gericht, um an das Erbe der Zarenfamilie zu gelangen. Der Fall Anastasia wird die deutsche Justiz Jahrzehnte beschäftigen. Die Idee, an das Erbe ranzugehen, hat natürlich so viele juristische Komplikationen für sie selbst gebracht. Und ab dem Moment hat sie wirklich Leute am Hacken gehabt, die nun wirklich dann also notwendig nachweisen wollten, dass sie es nicht ist. Und ab dem Zeitpunkt fangen dann wirklich für sie die Schwierigkeiten an. Die verschaffen ihr aber auch große mediale Aufmerksamkeit. Ihr Schicksal ist perfekt für die große Leinwand. Ingrid Bergman und Lilli Palmer verkörpern in den 50ern Anastasia. Noch in den 90ern kommt die Geschichte als Disney-Zeichentrickfilm in die Kinos. Im wahren Leben scheitert die gealterte Anastasia vor Gericht. Die Wiederklage wird als unzulässig abgewiesen. Dennoch bleibt Anna Andersen zeitlebens dabei. Sie ist die Tochter des letzten Zaren. Anastasia hat eine Geschichte erzählt, die eine Sehnsuchtslücke füllte, die viele Menschen glauben wollten. Und das legte sozusagen den Grundstein dafür, dass sie so lange so überzeugen konnte. 1968 heiratet sie den US-Historiker John Eacott Manahan.
Fragen nach ihrer Identität beantwortet sie inzwischen nur noch philosophisch. How shall I tell you who I am? In which way? Can you tell me that? Can you really prove to me who you are? Ihre letzten Jahre nur wenig glamourös. Sie stirbt 1984. Ihre wahre Identität ist zu diesem Zeitpunkt noch immer ungeklärt. 10 Jahre später schaffen DNA-Analysen Fakten. Anna Anderson ist nicht mit den Romanows verwandt. Doch die Legende lebt weiter. In diesem Fall haben wir es natürlich mit einer melodramatischen Geschichte zu tun, die in ein Königshaus gehört und die tatsächlich ja auch in eine alte Zeit gehört, die offensichtlich mit dieser Person oder mit dieser Figur noch überlebt hat. Und es wird immer gerne zugeguckt, wenn sie ein fortgeführtes Rätsel ist, bei dem man eigentlich immer miträtseln muss. 1998 werden die sterblichen Überreste der Zarenfamilie offiziell beigesetzt. 2 Kinder aber fehlen noch immer. Erst 2007 werden die letzten Leichen gefunden. Nun ist endgültig klar, auch Anastasia starb 1918 im Kugelhagel der Kommunisten. Das Leben der Anna Anderson aber bleibt ein Rätsel. Unser zweiter Hochstapler. Ein Mann, dessen erstaunliche Vita zeigt, wie weit man es bringen kann. Mit der Kraft der Fantasie. 1870 in einer Gefängniszelle in Waldheim, Sachsen. Hier schmort ein Kleinkrimineller. Verurteilt als Hochstapler und Betrüger. Der spätere Erfolgsautor Karl May. In der Zelle hat er eine Idee, die sein Leben verändern wird, behauptet er zumindest. Es ist die Geschichte eines edlen Indianers und seines weißen Blutsbruders aus Good Old Germany. Der zündende Einfall, der aus einem kleinen Gauner aus der sächsischen Provinz einen Bestsellerautor macht. May wird 1842 als 5. Kind eines Webers in der Nähe von Zwickau geboren. Der bitteren Armut soll der aufgeweckte Junge einmal entkommen, hoffen seine Eltern. Sicherlich ist er eins der Kinder, die denen mit auf den Weg gegeben wurde von ihren Eltern oder insbesondere vom Vater, dass man mehr erwartet, also dass mehr aus ihm werden soll, als der Vater war. Der kommt aus ganz ärmlichen Verhältnissen und hat versucht, sich aus den ärmlichen Verhältnissen hochzuarbeiten. Und eigentlich ist ihm das tatsächlich immer wieder misslungen. Die Sachen, die ihm dann so kurzfristig gelungen sind, sind so kleine Betrügereien und Durchstechereien gewesen, auch Hochstapeleien, auch Diebstähle. Und das waren immer sozusagen wie so Versuche, so kleine Abkürzungen zum Erfolg zu nehmen und doch das zu werden, was man von ihm erwartet hat. Er lügt und betrügt, gibt sich als Arzt und Polizist aus, mimt einen Generalstaatsanwalt und Advokaten. Weil er auch Diebstähle begeht, landet er schließlich im Zuchthaus. Ein pathologischer Fall? Ich denke, dass Karl May geradezu ein klassischer Typus ist des pseudologischen Schwindlers, der eine besondere Fantasiebegabung hat, dann diese Rollen spielt, die er sich vorstellt und der dann eben auch damit etwas erreicht, was ein psychologisches Motiv ist, nämlich die Selbstwerterhöhung. Nach 4 Jahren wird May aus der Haft entlassen und macht seine blühende Fantasie zu Geld. Er schreibt unermüdlich für billige Blätter und bunte Zeitschriften, verfasst Dutzende Kolportageromane, Humoresken und Krimis und sogar ein Buch über Sexualaufklärung. Doch sein Durchbruch kommt 1893 mit Winnetou.
Bekannt sind heute vor allem die Verfilmungen aus den 60ern. Mit unvergesslichen Figuren. Schrullige Trapper. Mutige Saloondamen. Und düstere Schurken. Am meisten aber sticht Mays Held hervor, Old Shatterhand. Oder Kara Benemsi aus dem Orient-Zyklus. Helden, denen immer alles glückt. Und alle heißen Karl. Der Romancier schreibt, als wären es eigene Erlebnisse. Dabei hat er sein Wissen allein aus Büchern. Ein echter Papiertiger. Mit der Zeit fällt es Mai immer schwerer, Fiktion und Wirklichkeit auseinanderzuhalten. Der Erfolg macht den Selbstbetrug leicht. Bis heute übersetzt in 42 Sprachen, eine weltweite Auflage von 200 Millionen, davon allein 100 Millionen in Deutschland. Dass Mai gar nicht aus eigener Erfahrung schreibt, weiß kaum einer. Der Autor befördert das mit Anekdoten für das staunende Publikum. Ich höre ein Geräusch, vor mir plötzlich ein, so ein Grizzly, konnte nicht zurückgehen. Ich nehme also meinen Bärentöter und wenn wir von Betrug reden, müssen wir das wirklich als eine fast perfekte Selbstbetrugsmaschine verstehen. Von jemandem, der nicht die ganze Zeit rumläuft und denkt, ah, okay, jetzt führe ich die anderen hinters Licht. Sondern er wächst in seine Rollen tatsächlich hinein. Und das Großartige ist ja an ihm, er wird über diese Fiktion, wird er tatsächlich berühmt und bekommt den Respekt und hat den Erfolg. Heikel wird es, wenn die Realität in Mays Traumwelt einbricht. Wie auf der Orientreise des alternden Schriftstellers 1899. Die Konfrontation mit dem real existierenden Morgenland führt zum Nervenzusammenbruch. Den Schein hält er dennoch immer aufrecht. Wo hört die Fantasie auf? Wo fängt die Wahrheit an im Leben von Karl May? Es gibt natürlich die von ihm selbst beförderte Legende, dass er dann im Gefängnis geläutert worden sei und angefangen hat zu schreiben. Heute weiß man, dass das stimmt nicht, also dass das selbst wiederum nur eine erschriebene Legende ist. So ist wohl auch die Geburt Winnetous im Gefängnis frei erfunden. Dennoch starke Gefühle, großartige Abenteuer. May gibt seinen Lesern viel. Die Macht der Fantasie. Unser nächster Fall. Ein Mann mit großem Talent, der zeigt, wie man nach allen Regeln der Kunst betrügt. Hamburg, 25. April 83. Pressekonferenz bei der Illustrierten Stern. Angekündigt ist die größte Sensation der bundesdeutschen Pressegeschichte. Hitlers Tagebücher entdeckt. Gerd Heidemann, Sternreporter und Entdecker der Kladden, posiert mit dem Fund. Die Geschichte des Dritten Reiches muss neu geschrieben werden, heißt es vollmundig. Die Schlagzeile geht um die Welt. Doch woher kommen die Dinge eigentlich? Reporter Fuchs Heidemann hat ihnen jahrelang nachgeforscht. Die erste heiße Spur, ein Sammler von Nazi-Devotionalien. Dann sagte ich, sie sollen auch ein Tagebuch von Hitler haben. Darf ich das denn mal sehen? Oh, das muss geheim bleiben und so. Aber dann ist er schließlich an seinen Tresor gegangen und hat das rausgezogen. War so eine schwarze Klatte. Ich konnte die Schrift nicht so gleich richtig lesen, aber einige Sätze hatte ich dann noch behalten. An einer Stelle stand, meine Magenverstimmung hat sich behoben. Ich kann wieder feste Nahrung zu mir nehmen. Heidemann ist elektrisiert, macht sich auf die Suche nach der Herkunft der Aufzeichnungen. Im Schwäbischen wird er fündig. Er trifft einen Mann, der sich als Konrad Fischer vorstellt. Na ja, und dann ist er angehopft, stand plötzlich vor der Tür. Na ja, und dann habe ich ihn reingelassen. Und dann haben wir bla 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 bla. Er hat natürlich groß auf den Wickel gehauen. In Wahrheit heißt der Mann Konrad Kujau. Bereits während der Schulzeit in der DDR brummt bei ihm der Laden. Sein Talent? Er kann Unterschriften täuschend echt nachmachen. Zum Beispiel von DDR-Politikern. Bei uns auf die Schulbücher waren deren Unterschriften drauf. Ich habe das dann auf die Postkarten draufgeschrieben und habe die Karten um 1,50 Mark verkauft.
Aber die Leute, die haben gar nicht gedacht. Die sagten, hast du vielleicht noch einen Walter Ulbricht mit dem Spruch? Sag ich, selbstverständlich. Der hat ihn dann im Korridor und hat gesagt, hier, ich war vielleicht bei dem. Und so hat es angefangen. Kujau, der geborene Hochstapler. Bei Kujau müsste man vielleicht erstmal von einem kleinen Stapler sprechen, also oder einem Tiefstapler, also der versucht hat, auch wie nach seinem Kunststudium sich wie so über Wasser zu halten. Das Fälschen liegt scheinbar in Kujaus DNA. Sein Studium bricht er ab und betätigt sich selbst als Maler. Spezialgebiet: Kopien von Gemälden. Auch als Kunsthändler schlägt er sich durchs Leben. Und dealt nebenbei mit Nazi-Kitsch. Als ein Sammler Kujau über den Tisch zieht, will Kujau diesem eins auswischen und dreht ihm sein erstes falsches Hitler-Tagebuch an. Genau jenes, das Heidemann später aufspürt. Also zum einen wird er natürlich in diese ganze Geschichte hineingezogen. Das ist nie so geplant gewesen. Aber dann gibt es natürlich den Moment, wo er merkt, oh, jetzt läuft die Sache. Und dafür ist er auch als kleiner Ganova lustig genug, um zu sagen, Wahnsinn, dass das geht. Ja, also Wahnsinn, dass die mitmachen. Wahnsinn, dass die jetzt sogar Millionen dafür zahlen. Kujau erkennt seine Chance auf das ganz große Ding. Jetzt stellen Sie sich doch bitte vor, Sie sitzen da und dann bietet Ihnen einer 2 Millionen. Abzüglich 10% Provision für sich, wenn ich Ihnen die Hitler-Tagebücher beschaffe. Na ja, du, habe ich 10 Tage Bedenkzeit und dann habe ich grünes Licht gegeben. So selbstverständlich. 2 Millionen waren es viel Geld. Gell? Kujau macht sich ans Werk. Er wird pro Band bezahlt. Deshalb sind es bald ziemlich viele. Am Ende löhnt der Stern über 9 Millionen D-Mark für 60 Klatten. Bei wem wie viel Geld landet, weiß bis heute niemand. Alte Notizbücher aus DDR-Beständen, ein bisschen Kaffee und Zigarettenasche, fertig ist das Original Hitler-Tagebuch. Der Inhalt strotzt vor Fehlern und Banalitäten. Dem Stern ist das scheinbar egal. Auf der Pressekonferenz im April 83 werden die Tagebücher den 200 akkreditierten Journalisten präsentiert. Doch schon einen Tag später zweifeln Experten im ZDF an der Echtheit der Tagebücher. Für Stern-Chefredakteur Peter Koch ein Affront. Ich maße mir allerdings an, Herr Professor Jeckel, sorgfältiger als Sie vorzugehen. Bald jedoch bringen es Materialuntersuchungen ans Licht. Die Tagebücher sind plumpe Fälschungen. Kujau aber bleibt dabei. Er hat gute Arbeit abgeliefert, auch wenn sein Auftraggeber das ganz sicher anders sieht. Ich habe schon etwas beschissen. Aber es hat auch viel, viel Freude gemacht. Vor allem, wenn man die großen Experten mal richtig aufs Kreuz legen kann. Und das macht wirklich die beste Freude. Bereut hat er das nicht, dass er das so gemacht hat. Das hat sein Selbstbewusstsein wahrscheinlich auch sehr gestärkt, dass er dann so viele Kunden und Fans hatte. Kujau wird wegen Betrugs zu 4 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Aus gesundheitlichen Gründen kommt er früher frei. Nun sucht er die Öffentlichkeit und das Rampenlicht. Der Renner, echte Kujaus im Stile großer Meister. Seine neu gewonnene Popularität nutzt der Fälscher geschickt für PR in eigener Sache. Kujau hat es gut verstanden, den Fokus von dem Verbrecherischen eher auf das Geschickt zu lenken, auf das Künstlerische, auf die Arbeit, die darin steckte, solche Fälschungen herzustellen und an den Stern zu verkaufen. Und heute? Die falschen Tagebücher hat der Stern im Keller weggesperrt. Bezahlt sind sie ja. Konrad Kujau stirbt im Jahr 2000. In die Geschichte geht er ein als Fälscher, der den größten deutschen Presseflop aller Zeiten auf dem Gewissen hat. Unser nächster Hochstapler nimmt die Preußen ordentlich auf die Schippe. Eine Geschichte, wie sie wohl nur in Deutschland unter Kaiser Wilhelm passieren kann. Höchst Befehl seiner Majestät des Kaisers und Königs erkläre Sie mir verhaftet. Aber auch, dass Sie sofort zur alten Wache in Berlin zu bringen. Machen Sie fertig. Das verstehe ich nicht.
Ich auch nicht, ich habe nur Befehl. Befehl ist im Heinz Rühmann als Hauptmann von Köpenick, die wohl berühmteste Verkörperung des genialen Gauners. Doch was ist damals eigentlich wirklich passiert? Berlin, 16. Oktober 1906. Auftritt Wilhelm Vogt, 57, Schustergeselle. Wegen Diebstahls und Urkundenfälschung vorbestraft, hat er keinen Pass und damit keine Chance auf Arbeit. Da kommt ihm eine abenteuerliche Idee. Beim Trödler besorgt er sich die Uniform eines Hauptmanns der Garde. In dieser Verkleidung hält er auf der Straße einen Trupp Soldaten an und stellt sie unter sein Kommando. Bereitwillig fahren die Männer mit ihm per S-Bahn zum Rathaus nach Köpenick. Dort angekommen, lässt Vogt das Gebäude abriegeln. Er habe einfach nur den ersehnten Pass haben wollen, wird er später behaupten. Herr Hauptmann. Sagen Sie mal, wo ist denn hier eigentlich die Passabteilung? Verzeihung, Herr Hauptmann, Passabteilung haben wir hier nicht. Die gibt's nur in Kreisstädten auf dem Landratsamt. Zeugen bestätigen im Nachhinein, der falsche Hauptmann weiß sicher, dass im Rathaus keine Pässe ausgestellt werden. Dafür hat er sich zuvor verdächtig genau über die Stadtkasse informiert. Die Historiker sagen, der Herr Wilhelm Vogt ist einfach nur ein Kleinkrimineller gewesen, der auch nur zum Ziel hatte, dort die Stadtkasse zu rauben. Tatsächlich verdeckt die Geschichte natürlich auch andere Impulse und andere Motive, die eben auch einfach pekuniärer Natur sind und wo es tatsächlich wie darum geht, einfach Geld zu besorgen. Ja, sagen Sie mal, da steht 4.042 Mark und 90 Pfennige. Und was Sie mir da abliefern, sind 4.042,50. Wie kommt denn das? Ja, verzeihen, Herr Hauptmann, aber in der Eile. Wir haben alles um und umgedreht, aber es blieb leider eine Differenz von 40 Pfennig. Hm. Außerdem hatten wir einen falschen 50er. Entschuldigen Sie bitte. Naja, ich bin ja kein Pendant, nicht wahr? Aber ich muss das natürlich vermerken. Sonst glaubt man womöglich noch, ich hätte mir die 40 Pfennig eingesteckt. Mit 4.000 Reichsmark, heutiger Wert etwa 23.000 Euro, verschwindet der falsche Hauptmann spurlos. Berlin steht Kopf nach dieser Köpenickiade. Die Geschichte vom Hauptmann von Köpenick, die hat sich von Anfang an großer medialer Verbreitung erfreut. Also die Berliner Presse druckte am gleichen Tag Extrablätter. Das Metropoltheater hat gleich am nächsten Tag eine Inszenierung gebracht. Ganz Deutschland lacht. Selbst der Kaiser spricht vom Husarenstück des genialen Kerls. 3.000 Mark Belohnung tragen dazu bei, dass der Übeltäter bald gefasst wird. Verpfiffen von einem anderen Gauner. Gescheitert ist Vogt damit aber ganz und gar nicht. Wir müssen uns vor allen Dingen den Hauptmann von Köpenick von dem Moment seiner Festnahme an als Medienfigur vorstellen. Das heißt, der wird inszeniert, also die Geschichte geht plötzlich durch alle Zeitungen. Und sie geht nicht nur in Deutschland durch alle Zeitungen, sondern das geht über Europa und das geht blitzschnell wirklich weltweit. Sofort nach der Tat entstehen die ersten Filme und transportieren die Legende vom armen Schlucker, dem es nur um den Pass gegangen sei. Die ganze Welt glaubt dem Hauptmann von Köpenick, nur nicht die Richter. Sie verurteilen Vogt zu 4 Jahren Haft. Der nutzt seine Popularität. Aus dem Gefängnis verschickt er Autogrammkarten für 30 Pfennig das Stück. Doch der Fall Vogt hilft auch anderen als nur diesem einen Ex-Knacki. Und daraus resultierte, dass man debattiert hat, wie man in Zukunft damit verfahren sollte. Und man hat dann die Gesetzgebung geändert, dass auch Strafgefangene wieder eingegliedert werden können und dass sie auch die Chance haben, sich wieder zu bewähren und arbeiten dürfen und an der Gesellschaft teilzunehmen. Nach 2 Jahren begnadigt der Kaiser den falschen Hauptmann. Nun beginnt der Rubel richtig zu rollen. Noch am Tag der Entlassung bespricht er eine Schallplatte. Honorar 200 Mark, damals eine Menge Geld. Durch die Gnade seiner Majestät bin ich der Freiheit und damit dem Leben wiedergegeben. Die lebhaften, mir von allen Seiten entgegengebrachten Bekundungen sind ein schönes Geschenk, das mir an meinen alten Tagen von Ihnen gemacht wird.
Es entsteht um ihn herum wirklich ein riesengroßer Hype, an dem er auch, daran muss man erinnern, wirklich nicht schlecht verdient, sondern in den er so weit hineinsteigt, dass er immer weiter an die eigene Geschichte glaubt, also die in den Medien rotiert. Der falsche Hauptmann wird zum echten Showman. Vogt tritt in Varietés auf und tourt durch ganz Europa. Kamerawirksam tätschelt er auch mal Schulkinder, ein echter Medienprofi. Bald kann sich Vogt ein eigenes Automobil leisten. Er hat inzwischen ein Vielfaches mehr verdient, als er aus der Köpenicker Stadtkasse geraubt hat. Ganz legal. 1922 stirbt der Hauptmann von Köpenick in Luxemburg. Seine Sterbeurkunde schlägt der Wahrheit ein letztes Mal ein Schnippchen. Aus dem einfachen Schuster ist ein Schustermeister geworden. Unser nächster Fall. Ein Alchemist, der vor 300 Jahren Furore macht. Aber geht dabei alles mit rechten Dingen zu? Johann Friedrich Böttger. Gold hat er machen wollen. Am Ende wird er mit einer anderen Erfindung berühmt. Aber ist er wirklich ein genialer Entdecker oder nur ein gewiefter Blöffer? Berlin am 1. Oktober 1701. Der Apothekergeselle Böttger will zum ersten Mal zeigen, was er kann. Sein Chef Friedrich Zorn und dessen Gattin sind Zeuge eines außergewöhnlichen Experiments. Aus Silbermünzen soll Gold werden. Mit dem Stein der Weisen. Seit Jahrtausenden haben Alchemisten nach dieser Substanz gesucht. Sie soll aus einfachen Metallen wertvolles Gold machen. Das war natürlich eine wunderbare Vorstellung. Und an diese wunderbare Vorstellung haben sich eine Menge Leute drangehängt, die eben behauptet haben, dass sie das können oder es zumindest versuchen. Wir müssen uns das ja wirklich vorstellen als so experimentelle Vorgänge, von denen immer unklar war, geht es vielleicht doch, geht es vielleicht nicht. Also es war nicht nur rein Betrug, sondern es war auch sehr, sehr viel Experiment, auch wissenschaftliches Experiment dabei. Auch Böttger ist von der Alchemie besessen. Im Traum sei ihm der sagenumwobene Goldmacher Lascaris erschienen, wird er später behaupten. Der habe ihm das Geheimnis des Steins der Weisen verraten. Und tatsächlich, am Ende liegt offensichtlich echtes Gold im Tiegel. Wie ist das möglich? Was immer auch berichtet wird aus dieser Zeit darüber, dass wirklich Gold hergestellt wurde, da haben wir es zu tun wahrscheinlich mit Taschenspielertricks, durch die eben die Zuschauer abgelenkt sind. Und in dem Moment, wo sie wieder hingucken, ist ein Goldstück da, das aber von außen hineingeschmuggelt wurde. Damals weiß das noch niemand. Bald machen Flugblätter die Kunde vom Goldmacher aus Berlin bekannt und wecken Begehrlichkeiten. Auch Böttgers Landesvater, König Friedrich I. von Preußen, schickt seine Häscher aus. Böttger wird der Boden zu heiß. Er flieht ins nahe Sachsen. Doch er gerät vom Regen in die Traufe und wird verhaftet. Statt Friedrich fordert nun August der Starke Gold von ihm. Der Finanzbedarf des sächsischen Kurfürsten ist immens. Wie kein anderer Deutscher verkörpert August die prunkvolle Epoche des Barock. Unter seiner Regentschaft verwandelt sich Dresden zur glanzvollen Residenz. Für seine Schlösser und Kunstsammlungen gibt er Unsummen aus. Da kommt ihm ein Goldmacher wie Böttger gerade recht. Der Goldmacher wird bewacht, aber hofiert. Er ist Gast bei den großen Bällen des Königs, ein goldener Käfig. Aber das Gold, das Böttger August versprochen hat, bleibt aus. Nach 6 Jahren ist die Geduld des Königs erschöpft. Als Hochstapler droht Böttger der Galgen. Es gab ganz vergleichbare Fälle in derselben Zeit, also die auch Böttger selbst mitbekommen hat, wo Leute gehängt worden sind. Aber nicht nur einfach gehängt wurden, sondern der Galgen wurde mit Flittergold behangen, damit alle sehen konnten, was er gemacht hat. Und dass als allen eine Warnung war, dass wer es versucht und es nicht kann, auch dort hängen wird. Er wird Böttgers Retter, Ehrenfried Walter von Schirnhaus. Der sächsische Gelehrte bringt Böttger auf eine Idee.
als es zu brenzlig wurde, also als er sehr stark Druck bekam, jetzt wirklich Gold liefern zu müssen, da hat er einfach sich auf was anderes verlegt, hat gesagt, er könne also das weiße Gold herstellen, das Porzellan, das ja ebenso wertvoll war. Und so konnte er wieder erneut Zeit schinden. Porzellan gibt es damals nur made in China. August liebt das zerbrechliche Gut. Wie es hergestellt wird, ist in Europa aber noch vollkommen unbekannt. Böttger und Schirnhaus experimentieren fortan gemeinsam, um das Geheimnis zu lüften. Doch so weiß und filigran wie das Vorbild gerät ihr Porzellan zunächst nicht. Als sich der König zu einem Besuch ankündigt, ist guter Rat teuer. Böttger wandte dann auch da den Trick an, vorgeblich ein kleines Porzellankännchen herstellen zu können, was nicht gelungen war, aber es sah trickreich so aus. Und so ging die Hochstapelei recht lange vonstatten. Erst später gelingt ihnen tatsächlich, was in Europa noch niemandem glückte, die Herstellung von weißem Porzellan. Doch dann stirbt Schirnhaus. Und Böttger? Er kann die Geschichte jetzt in seinem Sinne umschreiben und schafft es, dass heute nur noch sein Name mit dem europäischen Porzellan verbunden wird. Wir müssen uns Böttger ja als jemanden vorstellen, der wie so ein Vogel im goldenen Käfig sitzt. Aber er muss eben liefern. Und in dem Moment kam ihm das Porzellan natürlich gerade erst recht, also dass er sagen konnte, dass er das gemacht hat und dass er sich das zuschreiben konnte, allein weil er natürlich auch unter dieser Todesangst stand. Böttger hat das weiße Gold den Hals gerettet. Das Porzellan mit den gekreuzten Schwertern ist bis heute weltberühmt. In der Meißner Manufaktur wird es immer noch nach den alten Rezepturen und Mustern gefertigt. Unser nächster Hochstapler. Ein Finanzgenie, das seinen Kunden traumhafte Renditen verspricht und dann ins Bodenlose stürzt. New York, Manhattan. Hier schlägt das Herz der Finanzwelt. Hier wird das ganz große Geld gemacht. Aus einfachen Zockern werden manchmal über Nacht Millionäre. Und er ist der Mann dafür. Bernard Madoff, genannt Bernie. Ein Börsenwunderkind mit bestem Ruf. Ex-Chef der Börse Nasdaq. Wer bei seiner Firma Madoff Securities investieren darf, hat es geschafft. Wir waren schwer beeindruckt von ihm. Wir dachten, wir haben gewaltiges Glück. Seinen Kunden verspricht er enorme Renditen, bis zu 15% jährlich. Zu seinen Klienten gehört die Crème de la Crème der US-Wirtschaft. Die Investments erreichen schwindelnde Höhen. Gier macht blind. Also immer, wenn uns jemand in Aussicht stellt, unsere tiefsten Sehnsüchte befriedigen zu können, in dem Fall eben die Sehnsucht nach Reichtum, dann sind wir ein bisschen blind für Hinweise, die darauf schließen lassen, dass das Ziel vielleicht gar nicht erreicht werden kann. In Bernies Welt hätte es noch ewig so weiterlaufen können. Doch dann geht am 14. September 2008 die US-Investmentbank Lehman Brothers bankrott. Die Folge ist eine weltweite schwere Finanzkrise. Die Branche erleidet horrende Verluste, geschätzt mehr als 2 Billionen US-Dollar. Betroffen sind auch viele Madoff-Investoren. Sie wollen jetzt an ihr Geld, um die Verluste auszugleichen. Doch dann der Schock. Ihre Gewinne nur vorgetäuscht, ihre Einlagen weg. Am 11. Dezember 2008 verhaftet die Polizei den Börsenguru. Nur gegen Zahlung von 10 Millionen US-Dollar Kaution darf er die Häftlingskluft vorerst wieder gegen Nadelstreifen tauschen. Auf dem Weg in sein New Yorker Penthouse bekommt er den Zorn der Öffentlichkeit zu spüren. Vor Gericht wird Madoffs Betrugsmasche aufgedeckt. Ein Pyramidensystem, das sogenannte Ponzi-Schema.
Dabei wird die Rendite der vorherigen Investoren durch die Investments neuer Opfer gedeckt. Ein System, das nur funktioniert, solange stetig Geld nachfließt. Madoff beschafft es sich bei großen Finanzfirmen und Banken. Die bauen dann mit an der Pyramide und legen ihrerseits wieder Gelder ihrer Kunden bei Madoff an. Millionen Anleger werden so um Milliarden geprellt. Am Ende ist es der größte Betrugsskandal, der die Finanzwelt je erschüttert hat. Warum hat das System Madoff so lange funktioniert? Erfolgreich ist Madoff natürlich deswegen, weil er zum einen, wie alle Hochstapler, ein kongenialer Leser der geltenden Regeln war und der sofort wusste, wie er mitspielt. Madoff weiß, wie man mit den Inspektoren der Börsenaufsicht umspringen muss, wie ein mitgeschnittenes Telefonat zeigt. Um mit denen fertig zu werden, musst du kein großes Licht sein. Sie fischen im Trüben, ihre vielen Fragen sind lachhaft. Wollen die ein Buch schreiben oder was? Die sind sowieso nur 5 Jahre bei der Aufsicht. Danach werden sie Compliance Manager bei einem Hedgefonds. Unklar bleibt, wer wusste von Madoffs Masche? Haben manche sogar mitgemacht und sich selbst die Taschen vollgestopft? Im März 2009 beginnt der Prozess gegen Madoff. Vor Gericht ringt er sich zu einer halbherzigen Entschuldigung durch. Er habe niemandem schaden wollen. Das harte Urteil: 150 Jahre Gefängnis. Sein Privatvermögen wird beschlagnahmt. Und es kommt noch schlimmer. Aus Scham über die Taten des Vaters nimmt sich sein Sohn Mark das Leben. Genau 2 Jahre nach der Verhaftung Madoffs. Da er kein Gewalttäter ist, sitzt Madoff seine Strafe relativ komfortabel in einem Bundesgefängnis in North Carolina ab. Der frühestmögliche Entlassungstermin 2139. Opferanwälte machen Ansprüche geltend, auch bei Madoffs Geldgebern. Über 13 Milliarden US-Dollar wurden schon zurückerstattet. Viel Geld, aber doch zu wenig. Die meisten geprellten Anleger gehen leer aus. Wenn er noch irgendwelche Milliarden auf einem Offshore-Konto versteckt hat, dann flehe ich ihn an, das Geld zurückzugeben. Madoff weist alle Schuld von sich. Ein bekanntes Muster bei Hochstaplern. Alle waren gierig. Ich habe nur mitgespielt. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein. Aber das Geschäftemachen kann er einfach nicht lassen. Im Gefängnis soll er ein Monopol auf Kakaogetränke aufgebaut haben. Und man merkt plötzlich, es geht ums Zocken, um das Dabeisein. Das ist ein Zwang natürlich. Und jetzt sitzt er woanders und jetzt arbeitet er mit den Möglichkeiten. Und wenn er jetzt mit Kakao handelt, ist es derselbe Zwang, der sich nur eben in einer anderen Währung niederschlägt. Wahrscheinlich hat er dann irgendwann Millionen von Kakao in seiner Zelle stehen. Wahre Bekehrung zu einer ehrlichen Existenz. Für ihn scheint das jedenfalls nicht Teil des Spiels zu sein. Unser letzter Fall. Ein Hochstapler als Lebensretter. Seine Geschichte wird sogar von Hollywood verfilmt. Halt, halt! Was tun Sie da? Die gehören mir. Das sind meine Arbeiter. Und die gehören zu meinem Transport. Das sind Kinder, die Munition herstellen. Sie sind kriegswichtig. Kriegswichtige Arbeitskräfte. Der echte Oskar Schindler, ein Glücksspieler, ein Spekulant und Trickser. Und Retter von 1200 Juden. Schindler war etwas Außergewöhnliches. Er war ein Abenteurer, ein Schauspieler. Er war nicht hundertprozentig anständig. Aber vielleicht deswegen leben wir alle. Schindler ist 31, als Hitler Polen überfällt. Der Sudetendeutsche ist von der Schule geflogen, weil er sein Zeugnis gefälscht hat. Arbeitet dann als Spion für Nazi-Deutschland. Jetzt versucht er sich im besetzten Krakau als Geschäftsmann. Übernimmt eine Emaillefabrik aus jüdischem Besitz zum Schnäppchenpreis. Wie viele andere Unternehmer setzt er auf jüdische Zwangsarbeiter.
Die SS vermietet ihre Gefangenen für nur 5 Reichsmark pro Tag. Ein gutes Geschäft. Den Gewinn verprasst er in Krakau. Das Leben ist für Oskar Schindler eine einzige rauschende Party. Bis Anfang 1943. Die SS löst das Krakauer Ghetto auf. Nicht arbeitsfähige Juden werden in Vernichtungslager deportiert. Der Kriegsgewinnler wird nachdenklich. Ein denkender Mensch, der mit dem inneren Schweinehund siegreich fertig wurde, musste einfach helfen. Es war keine andere Möglichkeit. Die Überlebenden sind ins Arbeitslager Plaschow am Rande der Stadt gepfercht. Schindler versucht verzweifelt, seine übrig gebliebenen Arbeiter ausfindig zu machen. Der kann mit diesen Leuten gut arbeiten, also will er eben zusehen, dass sie das auch weitermachen. Was hinzukommt, ist, dass er irgendwann sieht, also was den Leuten droht oder wie die Leute behandelt werden. Das ist schon eine Sache, die ihn tatsächlich im Innersten betrifft und die ihn auch sozusagen wie plötzlich stehen lässt. Tatsächlich kann Schindler mit seinen Leuten weitermachen. Täglich müssen sie vom Lager zur Fabrik marschieren. Kommandant von Plaschow ist Amon Goeth. Vom Balkon aus erschießt er gerne Lagerinsassen. Über 500 Menschen ermordet er eigenhändig. Schindler sucht dennoch Goeths Freundschaft. Hat er es mit der Absicht gemacht, um ihn beeinflussen, zu verstehen und zu kennen? Sie könnten mir das Ganze leichter machen. Dafür wäre ich Ihnen dankbar. Oskar Schindler hat sich vor den SS-Leuten als einer von ihnen ausgegeben, hat sich zum Teil sogar vorgeblich mit ihnen angefreundet. Und vor allem hat er sie bestochen. Aber er hat sich auch durch seinen Charme, durch seine Eloquenz und Intelligenz zuweilen argumentativ überzeugend und auch ganz trickreich gegen sie behauptet. Er schafft es, seine Fabrik als kriegswichtig und seine Juden als unentbehrlich einzustufen. Deshalb ist es mir möglich, Ihnen voller Zuversicht und Stolz ein vollständiges Sortiment an Feldküchengeschirr anzubieten, das allen Konkurrenzprodukten überlegen ist. Seinem Freund Goeth kann er sogar ein eigenes Lager abschwatzen, direkt neben seiner Fabrik, und entzieht seine Leute damit Goeths Willkür. Aber alles scheint vergebens. Ende 1944 nähert sich die Rote Armee. Schindler soll seine Fabrik räumen. Den Arbeitern droht die Deportation. Schindlers verwegener Plan, seine Firma ins sichere Meeren verlagern und die Arbeiter mitnehmen. Deren Namen setzt er auf eine Bedarfsliste. Handwerklich unbegabte Menschen sind nun Facharbeiter, ganze Familien plötzlich Spezialisten. Du willst diese Leute haben? Diese Leute, meine Leute, ich will meine Leute haben. Das heißt doch, du müsstest mit den Leuten, den Maschinen, mit allem nach Meeren umziehen, das alles bezahlen und noch ein neues Lager bauen. Das ist doch vollkommen unsinnig. Sieh mal, ich glaube, du verschweigst mir etwas. Es ist das Beste für mich. Die Täuschung gelingt. Goeth genehmigt schließlich Schindlers Liste. Die glücklich Geretteten fahren nach Meeren. Doch ein Zug mit Frauen wird fehlgeleitet. Dann sind wir in Auschwitz gelandet und das war schrecklich. Allen ist klar, Auschwitz ist Endstation. Von hier gibt es kein Entrinnen. Schindler aber gelingt das scheinbar Unmögliche. Seine Frauen dürfen Auschwitz verlassen. Das hat es noch nie gegeben. Er hat behauptet, mit seinen bekannten Tricks zu erzählen, dass die Frauen besondere Facharbeiterinnen sind. Ohne die kann er die Fabrik überhaupt nicht aufstellen lassen. Kriegsende 1945. Nur wenige Juden haben den NS-Terror überlebt. Unter ihnen auch die 1200 Schindler-Juden. Den Retter Oskar Schindler zieht es später immer wieder nach Israel. Er, der die SS täuschte, wird hier verehrt. Anders als in seiner deutschen Heimat. Für uns war er wie ein Vater, uns hat er gerettet. Für uns hat er mehr gemacht, als ein normaler Mensch denken kann. Er stirbt mit 66 Jahren und wird in Jerusalem begraben, wie es sein Wunsch war. Ein Hochstapler als Lebensretter.